Es sind immer wieder hochemotionale Begegnungen, wenn die Spielvereinigung Unterhaching und der TSV 1860 aufeinandertreffen. Längst sind alle 15.000 Karten für das Spiel im Unterhachinger Sportpark ausverkauft. Ich bin jetzt schon heiß drauf. Also ich freue mich sicher auf dieses Spiel. Das ist mein erstes richtig großes Derby. Gerade in Unterhaching werden trotzdem wieder sehr viele Löwenfans vor Ort sein, dass das fast zum Heimspiel für uns wird. Die Spielvereinigung Unterhaching geht als Fünfter mit dem besseren Tabellenplatz in die Begegnung. Die Hachinger wollen Anschluss an die Tabellenspitze halten. Wir erwarten die auf jeden Fall sehr hitzig, aggressiv in den Zweikämpfen. Und es ist ein eigenes Spiel, es ist ein Derby und es wird sowieso ein kämpferisches Spiel. Die Löwen sind 14. Für die Giesinger geht es darum, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Ja, Spielvereinigung Unterhaching, denke ich gerade mit Pigalke und Hein vorne drin, haben die richtig starke Offensive. Und ja, aber ich denke, wir brauchen uns von niemandem verstecken. In dieser Spielzeit wird es das zweite Duell zwischen den Hachingern und den Sechzgern. Im Toto-Pokal-Viertelfinale siegte der TSV im Elfmeterschießen, was zusätzlichen Ansporn bringt. Ich glaube, dass jeder 100% geben wird oder mehr wie 100% im Training, dass jeder noch mal reinhauen wird, um dem Trainer zu zeigen, dass er bereit ist für dieses Spiel. Auch wenn einige meinen, es ist kein richtiges Derby, ich spiele trotzdem 60. Es wird das 13. Liga-Derby zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und dem TSV 1860. Mit 5 Siegen liegen die Hachinger in dieser Bilanz vorn.